Lass mich nicht. Warum lasst ihr mich nicht durch und ich lasse euch dafür am Leben? Für jemanden, dem gleich der Bauch aufgeschlitzt wird, spuckt ihr ziemlich große Töne. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Oh, vom Himmel, von einem Schwert der Gerechtigkeit enthauptet werden, ist auch heftig. Das ist eigentlich eine richtig große Ehre, so, und die anderen kriegen dafür meinen Zephyr. Aber ich glaube, mich interessieren die anderen eigentlich gar nicht. Wenn die mich jetzt angreifen, dann muss ich mich dafür rächen. Tja, noch nicht mal ein Alarmsystem, ey. Tut mir jetzt schon fast ein bisschen leid, die Frau. Hier müsste irgendwo ein Weg nach links hochgehen. Huch, ich hing fest. Ah, da ist der Weg. Den habe ich nie gesehen. Wie blind bin ich denn gewesen? Das Regen ist auch noch. Wir haben auch Probleme hier. Wie ich einfach so selbstgerecht in seine Hütte marschiere. Gold und Felsen entdeckt. Oh, es sind zwei Stück. Ich glaube, so viel macht das einfach mal rein, oder? Ach. Wozu der Geiz? Der Regen nervt wirklich. Die haben sogar eine Höhle. Sehr krass. Da drin wahrscheinlich der Schatz sein. Dann gehe ich da mal rein. Wir haben nichts zu verlieren. Das ist aber eine ziemlich kleine Höhle für einen Riesen, oder? Aber schön hatten die es hier. Definitiv. Der Ritter der Neun? Ach, ist ein Buch. Geschichtsbuch. Mächtige Sehnstein nehme ich jetzt nicht mit. Ich muss sowas mitnehmen, aber ich nehme den doch mit. Das könnte wichtig werden oder wichtig sein für uns. Ich habe keinen Ort zum Ausruhen oder so. Ach, den müssen wir wohl im Dunkeln weiter. So, haben wir auch noch einen Ort entdeckt. Kann man eigentlich irgendwo eine Statistik? Achso.
I'm a little too embarrassed to say what comes to mind. Wir könnten, wie gesagt, nochmal mit den Jarls reden, ob die noch was zu tun haben für uns. Aber erstmal der Weg nach Helgen. Beziehungsweise erstmal nach Flusswald. Achso, vor ein paar Tagen habe ich Captain America erwähnt. Das habe ich natürlich durchgeschaut. Auch den zweiten Teil. Sehr zu empfehlen. War früher nicht so mein Ding, aber die Filme, ohne Scheiß, die sind richtig, richtig gut. Kauft ihr euch am besten auch auf Blu-ray. Ich habe einen Großteil der Filme mittlerweile. So. In der Ferne Weißlauf. Da wollen wir aber nicht hin, wir gehen dran vorbei. Eigentlich Verschwendung mit denen zu kämpfen. Ich nehme lieber die Akaviri-Klinge. Die gar nichts mehr hat. Das heißt, die müssen wir mal wieder aufladen. So, Azura-Stern. Zack, fast wieder voll. So, was haben wir noch? Mächtige will ich jetzt nicht verschwenden. Habe ich. Ja, den gewöhnlichen lasse ich jetzt noch. Ich habe keine winzigen Sehnsteine mehr, okay? Was brennt denn da unten? Seht ihr es auch? Was macht ein Flammatronarch da unten? Shit. Kann ich nicht aussprechen. Gut, hat aber gereicht. Ich hätte nur Thiel geschrien. Das Kaul kam nicht mehr raus. Ah ja, die Tasse zu schnell losgelassen. Okay. Es ist schön, wenn man Werwolf ist. Die tun einem nichts. So, und von hier müssen wir nach links. Denn hier geht's nach Flusslalt. In Flusswald, ja. In Flusswald gibt's so ein. Okay, Müll. Gibt's so eine Taverne, da kann man ausruhen. Nichts tun. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreichs ein. Schert euch davon! Den müsste ich eigentlich dafür für diese Anmaßung müsste er eigentlich jetzt sterben. Nee. Ist schon zu weit weg. Ich habe jetzt ernsthaft überlegt, den Seelenarmbrust zu nehmen und zack, Rückenmarkschuss. Und dann noch besser Herzschuss. Instant Death. Dann hätte ich aber wieder alle Kaiserlichen am Hals und das wäre, glaube ich, schlecht. Alter. Pff. Boah. Ah.
Ich geh mal eben Seelen sammeln. Kein Seelenstein ist groß genug, das ist schlecht. Wir müssen mal leere Seelensteine kaufen, habe ich das Gefühl. Gut, ich muss hier mal häufiger aufladen mit Stern von Azura. Alter, hör auf. Komische Geräusche macht Logan hier. Wir haben Flusswald erreicht. Und ich lalle immer so rum. Ich habe echt eine Angewohnheit zu nuscheln, warum auch immer. Ist das, weil ich mich hier selbst kaum höre, oder wie? Helgen. Helgen. Flusswald. Yeah. Ja, ich könnte jetzt bei Hatva, glaube ich, sogar übernachten, aber nö. Da klopfe ich jetzt nicht mitten in der Nacht an. Das sind ganz schön viele Leute, oder? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Hey, hat was wieder. Verdammte Sturmmantel-Rebellen. Bleibt auf der Hut. Das ist übrigens Central. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Wir haben Zimmer und Essen. Ja, auch das Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Jo, das hätte ich gerne. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Der hat sogar eine Knüppel dabei. Nicht schlecht. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Sturmmäntel AD und alles, was stört, wir holen. So. Gute Nacht. Wieder was uns gehört. Cool, er hat eine ganz gute Pause gemacht. Der Königsmörder soll zittern und beben. Den Frevel seit Ulfric mit seinem Leben. Ich hab dir zu viel gesoffen. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und kommt unser Entführer so in Garde der Gang. Der hat die ganze Nacht hier durchgesessen. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Yeah, super. Finde ich auch cool. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Das war vor 800 Folgen. Eine Schlange beschwören oder was ist da los? Ist Davy da unten? Hieß sie überhaupt so? Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Von hier hatte ich mein Katana. Ist ein Reck Ragnar der Rote genannt. Nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. Groß reden schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beuteglück. Ich glaube, das könnte ich hier machen. Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell die Borie, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seine Taten erbrüstet sich nimmermehr.
Ich finde das echt geil. Es hört sie hinzu, solange ich hier bin. Ich finde das echt cool. Die Mod haben sie sehr, sehr gut. Die haben sehr viel. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. In letzter Zeit etwas Gerüchte gehört? Hier in Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Feendal und Sven werben beide um Camillas Gunst. Tja. Mhm. So viel dazu. Gut. Wir gehen raus. Mhm. Und den habe ich versehentlich mit rausgezogen. Ja, und in der nächsten Folge würde ich sagen, geht's an dieser Stelle weiter. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.